So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und Pupsi hat wieder was ganz Besonderes entdeckt. Sie hat ein Rezept gefunden für Likör, aber nicht nur ein Likör, sondern nimm zwei Likör. Obwohl mit Eiern drin wäre das noch perverser. Das ist eigentlich recht simpel und alles, was ihr braucht, passt in diese Schüssel. Ihr seht, da ist eine Flasche echter Nordhäuser Korn drinne. Alternativ könnt ihr auch Wodka nehmen. Auf jeden Fall was Hochprozentiges. 32% hat jetzt der Korn. Eine Flasche Korn also. Dann für später eine Flasche Multivitaminsaft. Hier aus dem Edeka, kann man ja mal dazu sagen. Da haben wir zwei Stück mitgenommen. Ist das ein Liter? Genau. Ihr braucht nämlich insgesamt ein Liter, sozusagen, also rund ein Liter Korn, ein Liter Multivitaminsaft und einen zweiten Liter Multivitaminsaft. So habt ihr dann zwei Liter Saft, ein Liter Korn und das Beste natürlich, nimm zwei und das nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern wir machen einfach nimm drei. Drei Tüten nimm zwei, weil eigentlich braucht ihr eine große, es gab jetzt aber keine großen Tüten mehr, also haben wir einfach drei kleine genommen. Am besten nehmt ihr euch dann eine Schüssel. Sieht gar nicht aus wie eine Schüssel, sieht aus wie ein grüner Ball. Nee, das ist hier 3D, das sieht komisch aus durch die Belichtung. Und dann fangen wir einfach an. Wenn ihr wirklich mal nichts zu tun habt oder wenn ihr Kinder habt, sagt ihr, Kinder, wir wollen heute was basteln, dann nehmt ihr einfach die Nimm 2, tu die in die Tüte rein, ne? Müsst ihr auch nicht auseinander machen. Ihr füllt die einfach in die Tüte, das Papier könnt ihr ruhig dran lassen. Macht die zweite Tüte auf. Auch hinterhergeschossen, dann seht ihr schon, wie viel das am Ende wird. So, die zweite Tüte nimmt zwei. Da ist schon ein Bonbon rausgebröckelt, da war wohl eins kaputt und hat rumgesaut. Das schmeißen wir mal wieder runter, da freut sich der Adi. Dann nehmt ihr die dritte Tüte, nimmt zwei. So, das schmeißt ihr auch wieder hier rein. Nach drei Tüten nimmt zwei, sieht das Ganze so aus. Die ganzen grünen Zipfel von den zwei sind richtig heftig. Da hätte ich lieber eine weiße Schüssel genommen. Dann wäre das gut zur Geltung gekommen. Jetzt geht es natürlich weiter. Ihr braucht als nächstes den echten Nordhäuser Doppelkorn. Den machen wir auf. Ihr hört schon, da hat es geknackst. Ihr könnt auch mal dran riechen. Oh. Dann nehmt ihr auf jeden Fall die Flasche Korn, füllt den in die Bonbons, ne? Dafür nehmen wir die Kamera aber mal wieder andersrum, zeigen euch das hier, wie das aussieht, aussieht. Hier ist der Korn. Wichtig ist, dass ihr die Vorderseite nehmt, in die Kamera haltet und den einfach drüber kippt. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Den lasst ihr dann stehen. 12 Stunden, ja? 12 Stunden? Ja, ich dachte, du sagst es so, dass man es... 12 Stunden lang lasst ihr die Suppe jetzt stehen. Wo auch immer. Am besten so, dass die Katze nicht rankommt. Sonst habt ihr morgen weniger, wenn die schon alles aussäuft. Das müsste sich jetzt also durch den Alkoholgehalt und überhaupt dadurch, dass es in der Flüssigkeit liegt, im Prinzip auflösen. Ich weiß nicht, ob das dann eine flüssige, süße Masse wird oder ob das einfach eine richtig klumpige, ekelhafte Brühe wird. Das sehen wir danach. Wenn das dann aufgelöst ist, kommt nachträglich irgendwie der Orangen, also der Multivitaminsaft noch dran. Den kippt ihr nachträglich hinterher. Dann wollen wir das eigentlich noch abfüllen in Flaschen. Wollen auch meiner Tante noch was geben zum Geburtstag. Die hat nämlich an Silvester auch Geburtstag. Gell, Adi, das riecht richtig komisch. Hier riecht ihr das auch. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Man sieht, es sind mehr gelbe als orange. Kann aber auch... Jetzt sieht es ausgeglichen aus, würde ich mal sagen. Ist auf jeden Fall interessant. Der Adi freut sich auch schon. Er schmeißt hier das ganze Ding um. Wie gesagt, wenn ihr keinen Korn nehmen wollt, ihr könnt auch Wodka nehmen. Wodka finde ich aber eklig. Korn finde ich auch eklig, deswegen war es egal. Hab mich aber durchgesetzt mit dem Korn. Ihr seht hier schon, dadurch, dass das klebrig ist, bleibt das alles einfach hinten hängen in der Schüssel und der Korn läuft nach vorne. Wir wollen jetzt aber nicht so viel damit rumexperimentieren. Jetzt die Schüssel auf Ex, ne? Neue Challenge, wer gönnt sich? Wir lassen das einfach mal ziehen, melden uns in 12 Stunden wieder, kippen dann den Multivitaminsaft dazu. Mal schauen, ob das dann schmeckt und bitte zu Hause nachmachen natürlich.
So, 12 Stunden später sind wir wieder zurück, beziehungsweise nicht 12 Stunden, denn eigentlich wäre es früh um 4 soweit gewesen, dass die 12 Stunden um sind. Wir sind jetzt ist es gleich um 9. Rechnet es euch mal aus, schreibt es mal in die Kommentare, wie spät das danach ist. Wir haben die Brühe jetzt hier. Guckt euch das mal an, sieht schon mysteriös aus. Das riecht schon jetzt, da kriegt man schon vom Riechen kriegt man jetzt schon Durchfall. Da bin ich mal gespannt, wie das dann schmeckt. Wir zeigen euch das jetzt nochmal so, machen das erstmal ein bisschen rum. Haha, rum, ne? Versteht ihr? Gut. Weil ich nicht weiß, was das ist. Das ist auf jeden Fall, das können wir gar nicht rummachen. Das ist nämlich alles festgekrustet und ja, das sieht schon richtig komisch aus. Wir wühlen hier mal noch rum. Toll. Das ist auf jeden Fall eklig und eine Sauerei. Das haben wir uns definitiv anders vorgestellt. Guckt euch das an. Die können wir jetzt wieder einpacken ins Papier und dann an irgendwelche Kinder verteilen. Und die freuen sich bestimmt, wie die Williams Christbirnen. Die sind ja auch dann immer so eingelegt und ja, das ist ein Scherz auf jeder Party. So machen sie bestimmt auch immer diese Chili-Bonbons und den anderen Schmatter. Das sieht doch, wenn nicht, nimmt man das halt einfach jetzt raus und wirft das fort. Hauptsache, man hat die Brühe und die Brühe hat irgendwo ein bisschen was angenommen vom Rest. Guckt euch das doch an. Ist das nicht herrlich, ne? Zack, so ein Haufen hier. Adi, was machst du denn? Beruhig dich doch. Nicht immer den ganzen Alkohol. Du wirst noch aufgedrehter, als du schon bist. Wir nehmen uns jetzt aber erstmal den Multivitaminsaft, kippen den noch dazu. Hoffen, die Kamera fällt nicht hier rein. Immer schön schütteln, nicht vergessen. Da war zwar nichts auf dem Boden, aber zwei Flaschen hinterher. Ich hoffe, die Schüssel hält das aus. Und boah, ich muss noch abfüllen in Flaschen, das verteilen. Pupsis Original, nimm zwei, Sirup, Likör. Heute an Silvester, da freuen sich doch die Leute. Aber so wie es jetzt aussieht, ob das schmeckt, das ist die nächste Frage. So, jetzt sieht man wenigstens die Bonbons nicht mehr. Sieht einfach nur aus wie, jetzt hätte man da 200.000 Eier aufgeschlagen und reingeknallt. Genauso, guckt euch das an, sieht einfach aus wie Eigelb. Und die nächste noch hinterher. Ich glaube, die Schüssel ist zu klein. Aber egal, das hauen wir rein, fertig. Oh, es passt genau rein. Sieht richtig ekelhaft aus. Muss ich schon sagen. Das kann man jetzt noch ein bisschen rummachen. Nicht zu sehr. Vielleicht löst sich ja der Rest durch den Multivitaminsaft, weil der Multivitaminsaft ist nämlich so säurehaltig, der brennt sowieso alles weg. Das müssen wir aber vorsichtig machen, wenn das alles hier rausschwappt, ist der ganze Tisch voll. Wir lassen das noch ein bisschen ziehen und dann packen wir es um, füllen sie in die Flaschen, gucken uns dann mal an, wie es aussieht in der Flasche und nehmen dann auch mal den ersten Schluck. Hätten jetzt auch probieren können, oder? Wollen wir das jetzt machen so? Wollen wir hier von dem Ding kurz abschlürfen und schauen, wie das schmeckt. Hey, das schmeckt ja gar nicht mehr nach Alkohol. Das ist einfach unglaublich süß und lecker. Nimm zwei, schmeckt ja eh richtig gut. Wenn ihr das kennt, wenn ihr das immer lutscht und dann das Innere rauskommt, das ist immer richtig herrlich. Das schmeckt jetzt auch richtig herrlich. Hat eine richtig süßliche Note und macht bestimmt trotzdem betrunken, wenn ihr die ganze Schüssel jetzt ausschlägt. Das zur Competition. Jeder bastelt sich so eine Schüssel, 3 Liter und dann Wettsauf mit der Schüssel. Das ist der neue Trend, das muss man machen. Ich nominiere den dicken Isso. So, jetzt sind wir also fertig, die Flaschen sind abgefüllt, 3 Stück sind es geworden. Hier seht ihr Numero 1, Numero 2, da sind sie. Guckt euch die an, oh mein Gott, die könnt ihr so toll verschenken. Haben wir nämlich gekauft im Pfennigpfeifer, glaube ich, für ein Appel und ein Ei. Ne, für 10.000 Euro, glaube ich, die waren scheiße teuer. Und dann sieht das auch noch richtig behindert aus, wenn ihr hier oben mal guckt. Hier ist es weiter draußen.
als hier. Und generell ist der Gummi, der Pfropfen eigentlich viel zu klein für den Hals. Und natürlich, wenn ihr bedenkt, 1 Liter Saft, nochmal 1 Liter Saft und 0,7 Liter Korn, heißt das ja, die letzte Flasche ist natürlich nicht prall gefüllt, aber hat wenigstens eine Weihnachtsmütze. Die kann man nehmen, die kann man hinstellen. Da sind auch noch ein paar Bonbons mit unten reingerutscht. Das wird jetzt noch ein bisschen rumstehen, bis die Gäste kommen. Eine wird verschenkt an die Tante zum Geburtstag. Und die restlichen, die ziehen wir uns einfach so rein. Jetzt guckt gerade keiner. Dann können wir ja nochmal einen Hieb nehmen. Nochmal probieren, wie das schmeckt. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig und süß. Boah. Richtig genial. Also wenn ihr Nimm 2 mögt, den Geschmack, die Bonbons, das Innere, alles hin und her, auch durch diesen Multivitaminsaft nochmal, kommt nochmal eine richtige Power-Fruchtnote hinterher und dann habt ihr noch so ein bisschen herben Abgang im Nachhinein eben durch den Korn. Wir können das ja auch irgendwann nochmal mit Wodka probieren, aber ohne Kamera. Ich denke aber mal, mit Korn ist es besser, weil ich eh nicht so der Wodka-Trinker bin. Ihr könnt das aber mal nachmachen. Wie gesagt, einfach eine große Tüte, nimm 2 Bonbons, einfach 2 Liter Multivitaminsaft und eine Flasche Wodka oder Korn. Mischt das dann alles zusammen, lasst erstmal die Bonbons im Alkohol ziehen. Dann habt ihr eine riesengroße Schüssel, könnt ihr ja eigentlich auch wie eine Bowle hinstellen, mit einer Dings rein hier, mit einer Suppenkelle, dann können die sich das in eine Tasse immer reinschütten auf einer Party und hinten weghauen. So können das natürlich auch machen. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Hier, der Adi will auch nochmal gucken, was es da Schönes gibt. Oh, ein Stinktier! Da stehen sie also, 3 Flaschen. Die lassen wir uns munden. War trotzdem eine richtig krasse Idee. Gefällt mir richtig gut, richtig geiles Zeug. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Guten Rutsch natürlich noch. Heute, wie gesagt, Silvester, der 31. Lasst es krachen, aber böllert nicht zu viel, nicht zu laut. Denkt an die Tiere, denkt an Adi. Wenn der den Schwanz hoch nimmt und buschig wird, oh mein Gott, da will ich nicht in der Nähe sein. Er rastet da wieder komplett aus. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.